Adornier, wenn Sie in diesem Raum sitzen als der neue Chef, da gibt es natürlich die Loge dort oben. Da saß Ihr Vorgänger Nikolaus Bachler die letzten Jahre immer, wenn er der Oper beigewohnt hat, zugeschaut. Wo werden Sie denn sitzen, wenn Oper gespielt wird? Vielleicht ab und zu da, aber hoffe auch im Raum eigentlich. Ich möchte sehr gerne hier sitzen, eigentlich neben den Zuschauern und auch mir begegnen mit den Zuschauern, zuhören und austauschen. So, aber es ist ein unglaubliches Raum natürlich mit einer wahnsinnigen Geschichte natürlich, die mir bescheiden macht eigentlich. Sie haben die sogenannten Hausgötter. Vorne, wenn man reinkommt, stehen ja drei Büsten im Vorraum. Mozart, Wagner, Strauss, jeder ist hier mit diesem Haus verbunden. Von Mozart wurde der Idomeneo nebenan uraufgeführt. Von Wagner wurden Walküre, Rheingold, Tristan, Meistersinger, ich hoffe, ich habe alle aufgezählt, hier uraufgeführt in diesem Raum im Nationaltheater und von Richard Strauss, Capriccio. Das steht dann auch auf dem Programm, aber Mozart und Wagner und auch Verdi, die eigentlich meistgespielten, haben Sie jetzt mal bei den Premieren weggelassen. Das war aber bewusst? Ja, bewusst. Wissen Sie, die Sache ist, wenn man guckt in das Repertoire des Hauses, sind natürlich diese Götter schon sehr präsent. Ne? Verdi, Strauss, Mozart, natürlich sind Wagner sind sehr präsent im Repertoire des Hauses. So, fast das ganze Repertoire von Strauss zum Beispiel ist gut ausgestattet eigentlich im Repertoire da. Aber ich fand es wichtig auch eigentlich etwas zu versuchen, das erste Saison verschiedene Farben darzustellen, verschiedene Farben zum Präsentieren, zum dieses schönes Publikum und die Neugier zu fördern. Neugier fördern, genau, das ist das Stichwort. Sehen Sie sich auch als Pädagoge? Wollen Sie die Leute so ein bisschen auch verführen? Hey Leute, probiert was Neues, nicht immer nur das, was ihr schon kennt. Was wichtig ist natürlich, wenn man sagt, Oper ist lebendig, eine lebendige Kunstform. Man muss wissen, Zeit Monteverdis Orfeo, ja, so 1600. Anfang 17. Jahrhundert, ne, sind ungefähr 50.000 bis 60.000 Opern komponiert. Das Kernrepertoire heute zum Tagen ist weniger als 80 Titel, die ständig gespielt werden. Und das wird immer enger. Und von denen sind nur sehr wenige ständig auf dem Spielplan. Genau. Und deshalb finde ich es sehr wichtig, ich sage nicht, dass alle Meisterstücke sind aus diesen 50.000, 60.000. Also, aber es wäre naiv zu denken, dass nur eigentlich 50 Meisterstücke dastehen. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man sagt, es ist wirklich eine Kunstform von morgen, eine Kunstform von Zukunft, dann ist es meiner Meinung nach wichtig, auch eigentlich zu dieser Breite darzustellen. Sie haben ja selber auch mal Komposition studiert. Lange her. Wann haben Sie die letzte Note aufs Papier geschrieben? Oh, schon lange her. Na, ich habe eigentlich nur, glaube ich, ein Stück selbst eigentlich komponiert. Nur die anderen Sachen waren mehr. Ich habe natürlich Komposition studiert und als Student komponiert, aber nichts soll es veröffentlicht sein davon. Aber ich hatte ich bin Blechbläser, ne? Ich bin Trompeter, Klavierspieler auch, aber mein Hauptinstrument war Trompeter. Und ich habe eigentlich für mein damaliges Brass-Quintett ziemlich viel Arrangements gemacht eigentlich. So deshalb. Okay. Aber das ist schon lange, alles sehr lange auch her. Jazz? Jazz nicht eigentlich, mehr klassisches Jazz habe ich. Ich möge sehr gerne Jazz, aber niemals Jazz gespielt. Oder doch versucht, aber nicht gut. Wann waren Sie zuerst in der Oper? Wie alt waren Sie? Welches Stück? Eigentlich war ich nicht so jung eigentlich. Deshalb ich bin in Oper gekommen, glaube ich. Ich war so 14, 15 Jahre alt oder 16 Jahre alt. Und das erste Stück, weiß ich noch, war Le Comte Hoffmann, Offenbach. Und das war in einem Ort in Lille. Und eigentlich ein Tante hat mir mitgenommen nach einem Oper, das war der erste Erfahren und das hat mir wirklich sehr beeindruckt eigentlich. Und dann später kam natürlich die flämische Oper Gent mit, ich glaube, der zweite Oper war Tod in Venedig. Ich glaube noch von Benjamin Britten und wahrscheinlich in Flämisch gesungen. Das waren noch die Zeiten, wo viel die komische Oper in Berlin, wo man noch in der Landessprache gesungen hat. Genau. Das,
Und das hat dann irgendwie sofort bei Ihnen Feuer gegeben? Der Funke ist sofort eigentlich übergesprungen? Die Feuererde, Erde Musik. Ne? Ich war wirklich, ich hatte so sehr, sehr früh schon mir entschieden, ich will eigentlich in Kunst, Musik arbeiten. Jedes Mal, wenn man mir gesagt hat, ist unmöglich oder wird schwer und so, das hat mir dann noch mehr eigentlich Energie gegeben, Überzeugung, um das zu machen. Ihre Eltern waren skeptisch? Waren sehr skeptisch. Was haben die gemacht beruflich? Bitte? Was haben die beruflich gemacht? Mein Vater war ein Militär, war in Armee. Und deshalb war das, ich war angesetzt, Ingenieur zu werden. Und ich war sehr, sehr gut in Mathematik und so weiter. Aber ich wollte unbedingt, natürlich Musik und Mathematik hat etwas mit Gemeinsames, aber ich hatte mir wirklich entschieden für Musik niemanden hat es mir meinen Gedanken ändern können. Haben Ihre Eltern Ihren Erfolg mitgekriegt? Waren Sie dann stolz und sind zu Ihnen gegangen? Seht ihr, jetzt habe ich es doch geschafft. Ja, eigentlich haben wir da nicht so viel über gesprochen eigentlich. Ne? Ja. Mein Mutter jedenfalls war sehr stolz. Mein Vater hatte ich nicht so ein gutes Verhältnis mit. Das passiert mal. Aber kann ja auch ein Antriebsstoff sein, oder? Ja, eigentlich, ja. Man muss es beweisen. Es ist auch gewesen eigentlich für mich. Na, es war Cocteau, die sagte, Kinder hört niemals zu ihren Eltern. Ich glaube, diesen Satz von Cocteau habe ich mitgetragen. Aber es stimmt, das ist immer... Jetzt haben Sie selber Kinder. Was sagen Sie denen? Na, eigentlich bin ich ein lockerer Vater. Ich habe immer gestützt, eigentlich Unterschied mit meinem Vater. Ich habe immer eigentlich die Wünsche von meinen Kindern in Studien, jedenfalls, habe ich immer unterstützt und angemutigt. Reden wir über Stimmen. Wer sucht die aus? Wer darf hier an der Bayerischen Staatsoper singen? Haben Sie einen Stimmen-Scout oder entscheiden Sie das selber? Ich entscheide das nicht selbst. Ich glaube, Oper ist ein Team. Arbeit und wenn wir über Stimmen sprechen, natürlich gibt es Gespräche mit Dirigenten. Natürlich, wenn es Wladimir Jurowski ist, mit Wladimir Jurowski, auch mit Regisseuren. Wir haben natürlich Spezialisten im Haus. Ich glaube, die Entscheidung ist letztendlich eine Kollektiventscheidung. Aber es ist sehr wichtig, natürlich, wenn man versucht, natürlich das Stimmqualität ist unglaublich wichtig, aber auch die darstellerische Qualität. Ich glaube, es ist sehr wichtig, wenn man mit einem Christoph Marthaler, wenn man mit einem Simon Stone, wenn man mit einem David Martin oder wenn man mit Stefan Herheim arbeitet oder mit anderen, ist es auch wichtig zu verstehen, was braucht das Stück eigentlich genau? Was braucht die Partitur? Nicht nur stimmlich, aber auch als Charakter, als Figur. Und was will der Regisseur? Was will der Regisseur? Und deshalb, dass wir da irgendwo ein almost Typecasting, wie in einem Film, Typecasting. Aber das ist ja sehr umstritten. Also viele Leute sagen, dass die gesangliche Qualität darunter leidet und dass es dann nur noch nach Äußerlichkeiten geht. Also muss der dann schlank sein? Muss der schön sein, der Sänger? Die Sängerin. Ich glaube, es ist nicht so, dass ich finde es falsch zu denken, dass dann es oder ich glaube, es kann und sein. Ne? Man kann Typecasting, Vocal Typecasting und darstellerische Typecasting absolut einen Equilibrium finden, die eigentlich nicht Stimme oder darstellerisch irgendwo Kompromissen machen müssen. Es gibt ja auch viel Kritik daran, dass die Regisseure sich zu wichtig nehmen und zu viel Aufmerksamkeit beanspruchen. Würden Sie dem zustimmen? Also es wird dann immer wieder gesagt, Regietheater, das ist doch ein weißer Schimmel. Theater ist immer Regie, aber die Regisseure machen eigene Stücke eigenmächtig, was der Komponist, was der Librettist gar nicht haben wollte. Ich glaube, man muss als Regisseur auch zum Ersten die Partitur, den Text, einen Respekt haben für den Text und die Partitur. Und man muss den Text und die Partitur lieben. Ne? Und das heißt nicht, dass man der Text und die Partitur zerstört.
man liebt die und man trägt die. So, ich glaube, hoffentlich in die Wahl, dass wir uns machen in den nächsten Jahren, wird das demonstrativ sein von diesen. Ich glaube, es ist, man kann richtiges Theater auf die Operbühne machen, na, mit einem totalen Respekt für das Musik, für die Musik. Und Sie würden einschreiten, wenn der Regisseur zu weit geht und sagen, hey, hör mal, na, ich, du machst ich das glaube, Stück kaputt. Ich trage mit die Verantwortlichkeit. Na, ich trage mit die Verantwortlichkeit und deshalb sind die Gespräche na, in der Vorbereitung sehr wichtig, zu wissen, wo geht man hin. Und natürlich ist es so, dass wenn ich einen Regisseur wähle, Es ist nach meiner Meinung schon ein erster Akt von an Dramaturgie. Man muss das Handschrift diesen einen Regisseuren kennen. Ja, man muss wissen, na, was macht er, was in Theater, in Filme, wenn es ein Filmregisseur ist, oder was ist seine Handschrift und ist das Handschrift eigentlich übertragbar auf das Stück, das wir ihm anbieten? Es kann nicht Name-Dropping sein. Ja, zu oft ist es so, ja, ich wünsche mir einen großen Namen und so weiter. Ich versuche nur in die Wahl von den Stücken und die Verbindnis mit Dirigenten und Dirigenten und natürlich und Regisseuren, da ein Team zu entwickeln, die eigentlich der Gedanke eines Stücks, der Text eines Stücks, der teilen und tragen. Können Skandale was Gutes sein? Ich bin nicht interessiert eigentlich in Skandalen. Ich hoffe nur, neu hier Ohren und Augen zu öffnen eigentlich. Ich glaube, wissen Sie, der Revolution, ich bin kein Franzose, aber die Revolution bringt Niveau. Ne? Die französische Revolution 1789 hat nicht Niveau geführt. Nachher war es zum Beispiel, sofort Restauration. Ne? Und man hat eigentlich gewartet, bis die russische Revolution 1917, bis endlich na, etwas passiert ist. So, ich glaube eher in an Osmose. Also Sie sind Reformator, kein Revolutionär? Genau. Dass es Harmonie gibt zwischen Generalmusikdirektor und Staatsintendant, das ist, glaube ich, die Voraussetzung für einen guten Erfolg. Sie hatten eine große Krise in Dresden, da waren Sie schon engagiert worden und mit Christian Thielemann ging es nicht zusammen. Thielemann hat übrigens gerade gesagt, er hätte ja noch nie an der Bayerischen Staatsoper dirigiert und könnte sich das auch mal vorstellen. Können Sie sich vorstellen, ihn einzuladen? Warum nicht? Ich bin noch immer, habe große Bewunderung für Christian Thielemann als Dirigent. Das ist die Betonung. Jetzt natürlich bin ich ganz froh, mit Wladimir Roschki an die Bayerische Staatsoper arbeiten zu können. Ich habe ihn immer sehr geschätzt eigentlich als Intellekt, als Musiker, als sehr eklektisch eigentlich in Interessen, in Musikinteressen, na, dirigiert also Bach. Vielfältig. Na, so. Ja, er ist auch jemand, der sich für die historische Aufführungspraxis interessiert, genau. Also Bach, Mozart. Er war, und vielleicht noch immer, weiß ich nicht mehr, aber er war erster Gastdirigent auch in H.M. Enlightenment, Orchestra of the H.M. Enlightenment, hat in Glyndebourne auch mit diesem Orchester, hat er auch natürlich Mozart dirigiert. Na, auf Originalinstrumente. Hat in Moskau ein Barockorchester gegründet. Ich habe damals die Weihnachtsoratorium mit ihm gehört vor 2 Jahren. In Moskau. Und natürlich gleichzeitig sehr interessiert auch in zeitgenössischer Musik, in Musik von heute, nicht von gestern, von heute und von morgen. Eigentlich. So, ich glaube, wir haben da sehr viel Gemeinsames eigentlich, Interessen. Schauen wir zum Schluss nochmal in diesen Raum. Wir haben hier diese verschiedenen Ränge. Und früher war es ja so, als dieses Haus gebaut wurde, dass sich auch die Gesellschaftsstruktur darin abgebildet hat. Verschiedene adelige Bürger waren eben auf verschiedenen Rängen oder im Parterre. Und es gibt die Königsloge. Jetzt ist Ihr Motto von der ersten Saison, jeder Mensch ein König. Das ist ein demokratisches Ideal. Sie haben in Lyon geschafft, ganz viele junge Leute ins Theater zu holen. Ich konnte mir das selber anschauen. Das war wirklich, auch wenn man aus München kommt, erstaunlich, wie viele Menschen unter 30 da in einer Premiere waren.
Werden Sie das in München auch schaffen? Ist das Ihr Ziel, das Publikum auch zu verändern, neue Leute reinzuholen? Ich glaube, das Wort verändern will ich schon sofort stricken. Sie wollen natürlich niemanden raus. Sofort stricken. Es gibt, ich will nur natürlich ein breiteres Publikum haben. Auch in Lyon war es, weil die Idee war, ein breiteres Publikum zu haben. Ich möchte gerne, dass das Bild von der Gesellschaft, die in München wohnt, die Verschiedenheit von der Gesellschaft, dass wir das auch irgendwo zurückfinden in jedes Kunsthaus, auch in Nationaltheater. Ich finde es wichtig, dass man diesen Menge, diesen Verschiedenheit auch trifft eigentlich. Das ist eine Utopie, aber wie schafft man das? Eine Utopie, es wäre schlimm natürlich, nicht mehr zu glauben in eine Utopie. Es sind ja viele Barrieren, also es ist der Eintrittspreis. Sie haben das Wort gesagt, Barrieren. Ich glaube, man muss die Barrieren... Wie muss ich mich anziehen, muss ich ganz viel wissen? Viele, viele Leute werden davon abgehalten. Oper ist für alle, alle sind willkommen in diesen Oper, alle, ohne Ausnahme. Man muss nicht ein PhD haben, um in eine Oper zu kommen, ein Doktor sein. Ich glaube nur, man muss es erfahren. Man muss diese wahnsinnige Kraft eigentlich von Oper, die doch als Form unglaublich ist, Narrativ, Musik, so eine starke Ausdrückung, die man erlebt auf der Bühne, muss man nur einfach mal erleben. Und dann, man muss sich entscheiden, ob man es mögt oder nicht. Man muss es erfahren. Man kann nicht vorher sagen, es ist nicht für mich. Man muss es erfahren und dann selbst entscheiden. Aber man ist willkommen. Es gibt keinen Coden oder Rituale. Es gibt es hoffentlich nur, wenn man diesen ersten erfahren, hoffentlich wird es so stark, dass ist wirklich, dass man es weiterführt.